Glauben Sie, dass der HSV noch zu retten ist? Nee, ich glaube nicht, nein. Ich denke nicht, also so viel Glück. Das ist ja jedes Mal, wenn Sie sagen, jetzt reichen wir uns zusammen, dass Sie dann noch ordentlich einen rüberkriegen. Großes Hoffnungsspiel. Ich hoffe, das wird wirklich und dass uns Labbadia hilft. Ja, dann müssen Sie aber ganz viel Glück haben. Das heißt, Sie beten für den HSV? Ja, gerne. Irgendwie haben die es immer geschafft. Also, ne, Vertrauen und weiter geht's. Alle warten ja auf den Abstieg, wenn man mal ehrlich ist. Weil die letzten Relegationsspiele waren da auch immer so ein bisschen so sehr, sehr glücklich für den HSV, glaube ich. Ja, das wievielte Mal jetzt? 3 Jahre hintereinander, also so langsam wird es unfair, finde ich. Also das heißt, Ihnen würde es nicht leid tun, wenn der HSV absteigen würde? Nee, gar nicht. Würden Sie denn sehr leiden, wenn der HSV absteigen würde? Nee, eigentlich nicht, weil eigentlich haben sie es jetzt auch mal verdient, leider. Und dann wieder aufsteigen, ne? Mit Freude. Mal gucken. Und nächste Saison hätten wir ein Derby. Ja, HSV St. Pauli, ne? Ja, Sie haben schon mal in der ersten Liga zusammengespielt, jetzt mal in der zweiten, ne? Ja, das wäre cool. Würde ich ins Stadion gehen. Das heißt, Sie würden sich auf ein Derby freuen nächste Saison? Ja! Würde Ihre Tochter denn sehr leiden, wenn der HSV absteigen würde? Oh, doch, schon. Was würde das für Ihre Familie bedeuten? Na, die halten trotzdem zum HSV, also. Die warten halt ab. Bis zum letzten.